Ihr wisst, dass wir in 100 Stunden unsere allererste Live-Show aufziehen. 100 Stunden, das sind 1, 2, 3, 4 Tage. Bist deppert. Das ist ein bisschen ein knappes Zeitfenster, würde ich sagen. Gehen wir so. Hallo Wien, hallo Welt! Einen schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Sehr cool, dass ihr da seid. Sehr cool, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei Red Bull Show 100, der Countdown zur Show des Jahres. Mit Out of Order hier in der ausverkauften, bis auf den letzten Platz vollen Wiener Markshalle ticken tatsächlich jetzt die letzten Sekunden. Die letzten Sekunden dieser 100 Stunden. 100 Stunden Vorbereitung für 100 Minuten Show. Das war der Deal für Paul Pizzerra, Christopher Seiler und Daniel Fellner. Das ist eine absolute Premiere. Das gibt's nur heute. Das gibt's sonst nicht mehr. Das ist so ein richtiger Once-in-a-Lifetime-Moment. Sie haben hier Ihre erste und eine ganz neue Show kreiert in der Markshalle, in einem Camp, da drüben in den letzten 100 Stunden. Minimale Zeit für maximales Entertainment. Es gab zudem im Camp in den letzten 100 Stunden sogenannte Surprise-Challenges, denen sie sich stellen musste. Wir alle hier in der vollen Wiener Markshalle werden bewerten, wie gut ihnen das gelungen ist. Jetzt gleich geht's los mit dem Opening, möglichst spektakulär, der Walk on Stage. Wir machen das jetzt hier gemeinsam, Markshalle. Es geht los in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier sind Out of Order! Das ist Red Bull Show 100. Bin im ganzen Land bekannt, wann in jeder dann der Horvath wieder hab ich giftig schrien, hört schreien alle auf der Vorder. Na gut, okay, das ist die Red Bull Show 100, unsere Tickets haben die Leiter, haben seit 3 Monaten bunkert, also du nicht so verwundert, dass da ist eine neue Ära. Föhner, Seiler, wo ist der Pizzerra? Bitte zu scheitern, es ist der Ärger, fertig mit dem Horizont zu arbeiten. Es ist der Sucht, es ist der Liebe, es ist oft das Einsam. Doch du willst den Druck, die Spannung, die dich völlig vereinert. Der Ausdruck voll ist groß, doch der Wille ist größer. Also sein Boss, nicht nur schöner, größer, pompöser. Hab mir aus, hab mir ein, die Mauer wirkt jetzt poröser. Jetzt renn auf, schlag sie ein, bis jeder Brocken zerbricht. Du bist so lang und besiegbar, bis du dich selber aufgibst. Ein Hoffnungsträger ist der Tropf, du nicht hier oben drauflegst. Ein Totengräber ist der Grab, bevor du zu Staub gehst. Drum zerreiß die Welt und sei erhört, solange du nur drauf bist, stell dich nach Fuhr, sprich dich aus. Ein Schatz zu entsprechen, fang an zu tun und brich aus, anstatt zu zerbrechen. Stell der Fuß dich heraus, keine leeren Versprechen. Bist du Maul oder Maus, weil du darfst niemals vergessen. Markshalle! Doch war immer irgendwie nur happy. Doch hier nie genommen, ich erfreite.
Ja, mein Nigel-Nigel-Nogel nicht entfremdet. Ich denke an immer Nigel-Nogel in Asch, weil sie ja jede Nigel-Nogel nicht entfremdet. Doch jeden Nigel-Nogel von mir. Ja, mein Nigel-Nogel nicht entfremdet. Sie ist im Nigel-Nogel bei ihr happy. Doch weil ich bei ihr bin, ich war happy. Doch ihr Nigel-Nigel-Nogel nicht entfremdet. Ja, mein Nigel-Nigel-Nogel nicht entfremdet. Ich denke an immer Nigel-Nogel in Asch, weil sie ja jede Nigel-Nogel nicht entfremdet. Ich hab du Boxer nie wie Nogel, nie wie Nogel. Ich hab du Boxer nie wie Nogel, nie wie Nogel. Nur der ist dann im Wiggi-Wogel, Wiggi-Wogel. Nur der ist dann im Wiggi-Wogel, Wiggi-Wogel. Dann nimmst du halt ein Wiggi-Nogel, Wiggi-Nogel. Dann nimmst du halt ein Wiggi-Nogel, der wird vor. Ich hab ein Wiggi-Nogel nicht entfremdet. Sie ist im Wiggi-Wogel, weil ich happy bin. Doch weil ich immer irgendwie nur happy bin. Doch ich hab ein Wiggi-Nogel nicht entfremdet. Ja, mein Wiggi-Nogel nicht entfremdet. Ich bin ja nicht mehr Wiggi-Nogel im Arsch. Ich bin ja jeder Wiggi-Nogel nicht entfremdet. Der Countdown zur Show des Jahres ist abgezählt. Wir sind mittendrin in der Show. Einen großen Applaus für Christopher Seiler, Daniel Fellner, Paul Pizzerra. Danke, Max Holle. Christopher, wow. Erste Challenge schon mal geschafft. Walk on stage, ihr seid auf der Bühne. Unfassbar, Pauli. Bis vor 3 Tagen hast du nicht einmal mit dem Rauf fahren können. Jetzt bist du Stuntman. Ja, unfassbar. Ja, ohne Mopedschein. Ich bin auch stolz auf mich. Danke, Fabio, an der Stelle. Nein, aber wie fühlt sich's an? Jetzt ist es real. Jetzt zählt's. Großartig. Wir haben ja das ein paar Mal geprobt, also proben dürfen. Aber jetzt mit Leuten, man merkt, ohne euch ist das alles gar nicht schwer. Danke. Ihr habt das Beste verdient, okay, und ihr kriegt okay. Das Beste, versprochen. Was wir in 100 Stunden auf die Beine stellen, sollen Sie mal wer nachmachen. 100 Minuten Show sind angesagt, das ist der Deal. Lass uns ganz kurz über dieses Leben und Arbeiten im Camp reden. Das war schon eine Riesenherausforderung und eine große Challenge. Ihr wusstet ja tatsächlich nicht, Out of Order wussten nicht, was sie da erwarten wird. Absolut, es war ein bisschen ein Lauf in die Nebelwand, aber aus einer Mischung aus Arroganz und Neugier haben wir gesagt, passt, machen wir, kriegen wir hin. Und ja, es war halt geil, weil wir einfach noch näher zusammengewachsen sind. Es war einfach geil, mit 2 Haberer das erleben zu dürfen. Mit 6 Haberer natürlich, ist ja klar. Ja, natürlich. So, wie waren die Nächte? Wir sind eh hier, seid hier gerade eingezogen am Dienstag. Jeder hat einen eigenen Van. Da bin ich daheim, schau. Da ist sauber, da ist schön, da ist freundlich. Netterweise habt ihr dem Pauli das größte Bett überlassen, weil
zu groß für das andere? Ja, aber ich muss sagen, also die Crew, Red Bull Crew, wirklich danke für alles, aber mein Trailer war der einzige mit Wasseranschluss und da hat so gefuckt drinnen, es war echt bizarr. Das ist wirklich gestunken bei aber sie haben alles gegeben, das Unangenehme so angenehm wie möglich zu machen, danke an der Stelle, aber ja, es verlängern werden wir nicht, sagen wir so, ja, genau. Naja, es hat ja durchaus auch schöne Zeiten gegeben. Und es gab ja einen Freizeitbereich. Ja, 100 Stunden gab es auch viel Zeit für Freizeit, ihr habt es oft gezockt oder du bist im Flipper gestanden. Ich bin genau 5 Sekunden am Flipper gestanden, aber alle reden immer nur darüber, dass der Daniel flippern war. Wir haben dich gespottet. Ja, ihr habt mich gespottet, super. Und die Bühne ist tatsächlich von euch designt? Ja, designt ist ein starkes Wort. Wir haben mit Gaffer das nachpickt, was da jetzt links und rechts ausgeht. Also es war, der Dani und ich haben uns da ein bisschen vorgetan, aber es war, glaube ich, mehr architektonischer Unfall als sonst irgendwas. Aber gut, ja. Gut nachgebaut. Sally, magst du da was dazu sagen? Du warst ja unzufrieden. Ich habe die Challenge nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, wir sollen eine Show proben und wir picken da Bandeln am Boden. Sie steppert alle miteinander. Und hätten wir die Bühne so kreiert, wie ich sie am Boden aufgepickt hätte, ja, dann meinst du da vorne stehen irgendwo. Größenwahnsinnig. Naja, es waren einige Experten da. Und auch das ist Kunst. Gabi, jo. Mach eine Ansage. So, Sie. Herrn, out of order. Macht mal eine gescheite Musik, Herrn! Also bitte, wo verscheißen wir uns an? Hol das vergeht, die wird versinkt. Darum bin und bleibe immer noch ein Kind. Wenn du lieber nicht so wärst, auf das Schiff immer zu fährst. So lässt die Generation gehen. Da gibt's so andere, wie du's gehst. Also bitte, wo verschätzen wir uns an? Wohl das vergeht, die Welt versiegt. Darum bin und bleibe immer noch ein Kind. Wir haben in die 100 Stunden nicht nur FIFA gespielt, Schmäh geführt und ein bisschen gestritten. Wir haben uns auch lieb gewonnen. Wir haben uns eh schon vorher geliebt. Aber jetzt könnte man heiraten eigentlich. Plus, wir haben Musik geschrieben. Auf jeden Fall. Im Zuge der 100 Stunden bei der Red Bull Show haben wir natürlich auch neue Lieder schreiben müssen, weil wir erst 4 heraus haben. Stimmt nicht, seit gestern 5. Und aber wenn du in 24 Stunden schon ein Alltime Classic schreibst, dann musst du das Neues machen. Das wissen wir bei den Leuten. Ihr habt das Beste verdient, ihr kriegt das Beste. Wir haben uns gedacht, wir wollen den Leuten ein Lied widmen, der Elite des Landes. Einfach den Menschen, die nicht mit dem Pöbel reisen wollen. Die einfach viel zu scharf, zu schlau, zu schön, zu intelligent sind. Genau den Menschen, die
alles, was wir nicht sind, die auf uns herabspucken, für alle Bastis, Hatzis. Und life is a party. Viel Spaß. I think it's time to escalate. Im Cadillac zum Private Jet und auch noch Saint-Tropez. Die Lady hätt's gern am Moet, Chasseur, ich bin ja eh. Da lila Schein, Bäuselein, da Wörthersee, Türkis. Ich kleid mich ein in Philipp Lein, der schlichte Pöbel nicht. Die hat wohl am Blasen, Gaston gibt eine Party. Da an die singt und die verschwingt noch Sessel, wenn man fad ist. Ich hab den René gern und ist da unten, ist am Fix. Wer schwingt am Kicker und dem Leiter, habt ihr eher Möbelix. Vom Crypto Bro zum CEO, im Vorteil ist, wer leasen kann. Eure Armut kotzt uns an, bleibt so Party. Sitzt die meinen Hoden bändig. Wird rumgereicht im Freundeskreis, denn wir sind bodenständig. Die Erfolgspartei hat Koks dabei für all die dummen Frieser. Wir feiern hart mit Wirecard im schiefen Turm vom Visa. Was interessiert uns, was wohl wird? Wir leben hier und heute. Was morgen ist, ist ungewiss und trifft die kleinen Leute. Da Rene hat mich gern und ist da unten, ist am Fliegst. Wer zwingt an Miete und der Steuer? Aber raus ist ein Stück. Immobilieninvestitionen, wir vermieten, wo wir nie wohnen. Damit du niemals nie vergisst, dass du die Hure der Rechnung bist. Life's a party. Einfach Spaß mit Out of Order. Life's a Party, ganz neuer Song hier für euch. Weltpremiere. Wie gesagt, Weltpremiere ist auch in den letzten 100 Stunden hier im Camp finalisiert worden. Man merkt irgendwie, Sally, das dürfte doch eine gute Inspiration gewesen sein, wenn man euch da 100 Stunden zusammenpackt. Ihr habt einen Lauf mit den Songs. Ja, und vor allem eine Klimaanlage im Camp gehabt, weil da herin ist heiß, das kannst du ja kein Auto holen. Und es wird noch heißer, das kann ich euch versprechen. Das werden sich jetzt einige gedacht haben, Alter, bist du deppert, das fort. Diesen Song möchte ich möglicherweise morgen oder in den nächsten Tagen oder irgendwann mal wiederhören. Es wird, Dani, einen Longplayer geben, ein Album. Ja, wir haben jetzt, wie du... wir haben 100 Stunden Zeit gehabt und... Wie du schon angemerkt hast, da war viel Freizeit offenbar. Und wir haben vielleicht den einen oder anderen Song geschrieben und im Frühjahr wird ein Album kommen. Nochmal 100 Stunden und es geht sich ein Doppelalbum aus. Nein, es wird ein Single-Album bleiben, das passt schon. Wie wird es heißen? Sag den Titel. Der Titel wird heißen, Das Emporium schlägt zurück. Das Emporium schlägt zurück im Frühjahr 2024. Geil. Wir sind mittendrin in Red Bull Show 100, also ein cooler, ein schöner, ein einzigartiger, ein besonderer Abend voller Herausforderungen und voller Challenges, aus denen eben diese Show des Jahres entsteht. Show des Jahres ist ein gutes Stichwort. Maxhalle, Wien, wie ist der Entertainment-Faktor? Ich würde auch sagen, das passt.
Ihr Leute könnt heute Abend mit eurem Applaus entscheiden, wie gut out of order die Surprise Challenges, die sie innerhalb dieser 100 Stunden bekommen haben, gelungen sind. Und es gibt dazu das Applausometer. Wir werden eure Lautstärke hier in der Wiener Maxhalle, die Intensität des Applauses messen und dann auch grafisch darstellen. Und wenn wir über einen Wert von 100 sind, 100, Red Bull Show 100, dann wird die Show noch bombastischer werden. Richtig, dann können wir ein grünes Hackerl drunter setzen, dann ist die Challenge geschafft. Benny, ist ja schon wieder Zeit für die nächste Challenge. Da waren wieder mal nicht nur künstlerische Skills gefragt bei Out of Order, sondern auch Organisationstalent. Und diese Challenge war tatsächlich auch nicht ohne eure und eure Hilfe zu schaffen. Ja, was? Yes. Hallo! Also ihr seht ja diese vier Boxen. Der Schlüssel passt bei einer Box und da ist eure erste Challenge drin. Das ist einmal nix. Also, ja! Oh. Das. Das Gute ist, ihr habt ja keine Ahnung, was jetzt kommt. Die Red Bull Challenge Chor. Chor performt einen Song gemeinsam mit einem Chor. Aber dieser Chor umfasst 100 Personen. Wie ihr zu diesen 100 Personen kommt, ist uns eigentlich egal. Ihr habt ja Freunde, du zumindest das Telefonbuch irgendwie durch. Ja, aber ich hab nicht einmal vier Freunde, Alter. Wie soll ich 100 zusammenbringen? Nein. Ja. Viel Spaß! Okay, ja geil. Rot, schreib auf, Core Challenge. Jawohl. Okay, gut. 100 macht der Seile. Und wir schauen uns jetzt mal das Lied an. Ja, ich telefoniere mal mit dem Flo von der Volkshilfe. Was, den Song könnten wir zumindest nehmen. Ja, ich brauche wirklich einen Chor. Ich bin ja gerade bei dieser Challenge. Nee, ich sitze nicht daheim. Ja, 80 sind begeisterte, verrückte, spontane Leute. Sollten wir zusammenbringen. Ich danke dir, du bist ein Genie. Ich hab dich lieb. Wir sehen uns am Samstag. Du bist ein Genie. Viel Spaß. Ich freue mich. Hey. Tschüssi, Papa. Danke. Du jetzt einmal Chor eingeben. So, naja, Volkshilfe ist geregelt. Ist sehr geil. Geregelt? Ist geregelt. Du musst das Video machen. Welches Video? Ich kann nicht auf Insta sagen, hallo, wir brauchen 100 Leute, wo kommen die hin? Da her? Ja, Maxhalle. Wichtig, das heißt, wenn ihr singen könnt und zumindest am Tag davor auch Zeit, das ist der Freitag, das ist der 20., nicht der 21., wir müssen natürlich üben. Alles gut. Alter, das ist so zu countern, habe ich. Alles gut. Hallo, wie geht's euch so? 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 Hallo, wie geht's euch so?
tatsächlich 100 Personen umfasst. Alright. Wahnsinn! So, Max Halle, jetzt brauchen wir euch, jetzt brauchen vor allem die euch. Das Applausometer ist on. 3, 2, 1. Ist das Applausometer noch funktionstüchtig oder hat es das gesprengt? Sie haben das geschafft. Super, die Challenge. Performt einen Song mit einem Chor von 100 Personen. Ist geschafft. Vielen Dank an den Voice Chor, geleitet von der Karin, an Beatboxer Philipp, Flo von der Volkshilfe, die Sandra, Sandra, Billy und vor allem an die Fans für den Support. Dankeschön. Hui. Genießt diese Momente. Nochmal Applaus bitte. Ja, miteinander, miteinander. So viel gute Leute. Das ist auch eine absolute Premiere für euch, gell? Absolut, ja, ja. Ja, aber es ist wunderschön, wunderschön. Es gab in der bisherigen Bandgeschichte von Out of Order 8 Monate und vor allem jetzt diese letzten 100 Stunden im Camp bei Red Bull Show 100. Sehr viel Happiness, es gab sehr viel Entertainment-Faktor. Die drei können allerdings auch ganz anders. Es folgt jetzt, meine Damen und Herren, eine absolute Weltpremiere. Die nächste. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich halte diesen Song für ein absolutes Meisterwerk. Erst in den letzten Tagen in den 100 Stunden im Camp finalisiert. Hier sind Out of Order bei Red Bull Show 100. Dieses Stück heißt Nebel. Hey. Die Sonne geht auf und ich schnaufe, mir geht's langsam unter. Ich bin drauf und ich bin dran, mich zu verlieren. Du passt nur einmal kurz nicht auf, brack es unter. Es ist zu und ich muss wieder funktionieren. Body. Genie, wie weit du wieder irgendwas versprochen hast. Genie, wie weit das Gute noch schon wieder gebrochen hast. Verlier die Weih, verliere eh nix anders drauf und ignorier mich, weil ich recht hab, kannst du eh nix drauf sagen. Du steht und ich tue mich weit, weit, weiter weg. Alles vergeht mit der Zeit, nur mein Leid, Leid, leider nicht. Auf der Flucht in die Sucht bin ein Feig, Feig, Feiger Day. Der Mittelsmittel vermittelt, Restmittel heiligt den Dreh. Und ich dämpf mich aus und ich baue mir ein. Alles um nicht mit mir allein zu sein. Knebel mich, Nebel mich sehen. Nichts mehr weiß und nichts mehr spüren. Die Sicht auf jeden Blick verlieren. Ich mach nichts her, drum mach ich mich. Die Sonne geht unter und ich weiß, ich geh's mit ihr. Eine schwarze Nacht zieht auf und ich zieh auf mit ihr. Sie nimmt meine Hand und flüstert ganz, ganz leise, komm. Dort, wo wir zwar hingehen, braucht man gar kein Sohn. Genie, wie weit, was das ist, so weitermachen wir. Genie, wie weit, ich ging ans Erbe, jede Nacht von dir. Genie, wie weit, vom ganzen Blenden, ich verblendet bin. Ignorier, wie weit, was da bis Nacht ist, aber es leckert sich. Du hast die Welt schon, die riecht mir her. Die Nase zu, ja, mein Herz so leer. Nebel wie, Nebel wie sie. Nichts mehr weiß und nichts mehr spür. Ich bring was klar, komm an die Haus aus mir. Ich mach nichts her, zum Morgen. Vergiftet. Schöne mir war etwas, das Nano verpflichtet. Wie oft hab ich mich schon belohnt, dass ich nichts mehr nehme. Ich hab alles außer Grenzen zum Pflichttermin. Bitte denk mir aus und ich brauch mal weg. Alles um mich mit mir allein zu sein. Knebel mich, Knebel wie sie. Nichts mehr was und nichts mehr spüren. Sicht auf jede Pflicht verlieren. Vielen lieben Dank.
bekannt, Max Halle. Ich weiß gar nicht, was uns das bedeutet. Nach den letzten 100 Stunden in Isolation ist das größte Geschenk, was man uns heute machen hat, keiner ist da und es hat richtig, richtig gut drauf. Wirklich. Pfeif auf die Garscheite da. Scheiß doch, wirklich. Danke euch vielmals. Dankeschön. Und jetzt wollen wir es mit euch nochmal messen. Nächste Nummer aus Strom. Ihr gebt uns was, ihr gebt uns was. Max Halle, auf mit die Hände. Alle zusammen. Gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Alles in dir fließt und du genießt den Strom, wie er durch deine Adern schießt. Alles in dir blüht, dein Herz vibriert, du hast es alles viel lang immer gespielt. Pure Euphorie, reine Energie, es gibt nur den Beat und die. Du und die Musik, jetzt lass uns und flieg, du erreichst den Peak. 1, 2, 3, 4! Dein Körper zuckt, der Strom macht dich verrückt. Die Zeit bleibt für dich stehen, was passiert aus dem? Nur mein Batterie. Du spielst die Sache hier, und die Finger, du los, mach den Dorf. Du bist Gold, du bist Gold, du bist Gold, bist du das? Mach mir, du lässt dich nicht mehr spielen, und du hast verlieren. Du spielst die Sache hier, und die Finger, du los, mach den Dorf. Du bist Gold, du bist Gold, du bist Gold, bist du das? Alles ist nur Schall, alles ist nur Rauch, du weißt ganz genau, was brauchst. Alles ist nur Lug, alles ist nur Druck, alles außer du. Schub. Hey Max, alle! Und jetzt alle hinten nach oben beim Refrain! Du spielst die Sand hier und deswegen hast du los, was nicht los. Du bist groß, du bist groß, du bist so, du bist so das. Doch wir, du lässt dich nicht mehr spielen und du oder verlieren. Du spielst die Sand hier und deswegen hast du los, was nicht los. Du bist groß, du bist groß, du bist so, du bist so das. Doch wir, du lässt dich nicht mehr spielen und du oder verlieren. Ja, wow, 6000 Menschen Energie. Hier in der Max-Halle spüren's, wir spüren's. Absolut Energie, Ende nie, hier auf der Bühne bei Red Bull Show 100. Das war das Strom. Gibt Energie. Auch ein neuer Song, auch finalisiert worden im Camp. Und jetzt möchte ich ganz kurz einen privaten Moment scheren. Christopher, du hast ja im Camp ins Freundebuch eingetragen und hast da reingeschrieben, der schönste Moment in deinem Leben, die Geburt deiner Nichte. Kann sein. Nichte mittlerweile, zwar. Joshua, gratuliere. Ich hatte zwei schöne Momente. Zwei schöne Momente im Leben. Kann es sein, dass Red Bull Show 100 da jetzt mit auf dieses Stockerl kommt? Ja, ja. Nein, anders. Das eine ist privat, aber karrieretechnisch ja, ja. Geil, dank euch. Paul, muss ich mir Sorgen machen? Alles in Ordnung? Nein, ich schwitze auf den Schienbeinen. Ich glaube, das kann nicht gesund sein, aber sonst passt alles eigentlich. Ich glaube, es ist medizinisch noch vertretbar. Es ist Schweiß. Sehr gut. Machen wir weiter, oder? Oder willst du nur durchatmen? Ja, aber ich mag spülen. Nein, die 100 Minuten. Nein, das machen wir nicht. Müssen wir stoppen. Also, Paul, Daniel, Christopher, ihr seht sie, alle Millennials, alle waren sie super cool als Teenager, haben die Hose extra unterm Hintern getragen, damit man karierte Boxershort, genau jetzt auch noch. Hauptsache sieht, jetzt
Und das ist jetzt wirklich der Burner. Jetzt können Sie Ihr Teenager-Dasein so richtig ausleben bei der nächsten Challenge. Das wird so großartig. Paul, Christopher und Daniel mussten sich auf einen Song einigen, den sie covern. Challenge heißt Cover. Ja, das ist ja keine Challenge, bitte. Ja, pass auf, es ist eine Ehre. Covert einen bekannten Song. Jungs, ich muss euch aber enttäuschen, ihr dürft es nicht selber entscheiden. 10 Cover-Songs sind in diesen Karten und ihr zieht jetzt 3 und von den 3 dürft ihr entscheiden, okay? Alter, geil. Hey, meins taugt mir voll. Ja, die kannst du vorspielen. Oh, okay. Ah, Macklemore. Vielleicht kannst du tatsächlich meinen auch. She hit the flow. Next thing you know, shall I go low, 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 low. Please spring from the top of my dome, cause we rock, 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 rock. Und einen eingedeutschten Text machen, weil es ist, glaube ich, weird, wenn wir das Englisch machen. Ja. Mein Englisch noch nicht gehört. Doch, bitte. Können wir wieder spielen? 3, 4. Zwei Verse, fertig. Oder? Ja, ich kann schreiben. Hast du schreibst dein Vers, ich schreibe mein und. Jawohl, schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir! Max, 1999 war ein großartiges Jahr mit großartigen Liedern. Und wer unsere Band bis jetzt noch nicht wirklich kennt, der wird es jetzt kennenlernen. Gar nicht so scheiße fürs erste Konzert, gell?
order. Got the microphone. Carry on with the freestyler. That's a good. Oh, yeah, wir und die ganze Nation. Wir sind out of order, baby, you know. Hier, wir und die scheiß Mikrofon. Wir sind out of order, ready to go. Hier, wir und die ganze Nation. Wir sind out of order, baby, you know. Hier, wir und die scheiß Mikrofon. Wir sind out of order, ready to go. Sugarfoot Gifal und Chris Magic Kicks Grabner! DJ Kapazunga, a.k.a. Martin Fettfingers Machold! Out of order. Unfassbar. Freestyler Bombfunk MCs in der Out of Order Version 1999, wie der Seile richtig festgestellt hat, von einer finnischen Band, die ähnlich innovativ waren damals, Elektro und Hip-Hop gemeinsam. Und der Song 6 Wochen lang, ist auch eine Vorlage, Nummer 1 in der Austria Top 40. Na klar, weißt du, Benny Hörtnagel, musikalisch hat der alles im Kopf. Naja. Übrigens. Die drei haben auch diese Challenge nur geschafft, wenn das Applausometer jetzt gleich über 100 hüpft. Also, Max Halle, give it up for Freestyler in the Out of Order Version! Lauter, lauter! Jawohl! Locker! Auch da können wir ein grünes Hackerl drunter machen. Hey, Christopher, ich finde, man hat es so gemerkt, oder denen hat es jetzt so Spaß gemacht, diesen Song irgendwie zu kreieren, und man kriegt ihn auch nicht mehr aus dem Ohr. Ja, es macht alles heute hier Spaß, aber ich glaube, man merkt, dass wir drei nicht nur Kollegen sind, sondern auch Freunde mittlerweile, und wird auf der Bühne wirklich alles geben und wir eine riesen Familie mittlerweile schon haben. Jetzt haben wir eine andere Band, die es erst seit 8 Monaten gibt, respektive erst seit heute, mit so einer Fanbase. Wir danken euch. Danke. Die Familie ist sehr groß geworden. Also nochmal, Max Halle Wien, einen großen Applaus. Wo sind die Freestyler? Meine Damen und Herren, es folgt jetzt sowas wie ein musikalischer Stunt, den ich eigentlich für komplett unmöglich gehalten hätte. Aber sowas entsteht halt nur, wenn du mit deinen besten Haberer irgendwie in einem Camp beieinander bist. Und da ist diese Idee entstanden. Ich habe es am Papier gesehen und habe gesagt, geht's ja nie aus. Das wird jetzt aber der volle Banger. Also, ihr werdet jetzt gleich den Text kennen. Ihr werdet die Musik kennen. Aber Text und Musik, wohl bekannt, passen eigentlich nicht zusammen. Oder doch? Oder vielleicht doch. Das gibt's nur bei Red Bull Show 100. Ey, so viele Tequilis da! Ich finde das gerade das künstlerisch Interessante beim Erzählen, die Ausbildung, was nicht so primitiv ist. Vor meine Version von der Nummer kenne ich aber eh selber. Gut, dass du deine eigene singen. Kicke! Meine Freunde haben gesagt, du hast mich nicht verdient, du bist unreif, unehrlich, nur ein kleines Kind. Ich hab's nicht hören wollen, ich hab's nicht sehen sollen. Liebe macht nicht blind, sondern nur die Angst schwulen, weil spätestens nach einem Jahr hab ich gesehen, dass du neben dir keinen anderen Menschen leben lässt und nichts geben hast und ihr entstehen lässt, deine bedingungslos für dich einfach sein Leben lässt. Und jetzt spürst, dass du frierst, wenn du nicht gehalten wirst, du verlierst und verlierst, weil du niemals kapierst, dass du den anderen gehabt hast, der dich gehalten hat, der für dich die größten Felsen einfach gespalten hat. Und nicht nur, dass du das niemals verstehen kannst, ich war mit dir durch den schlimmsten aller Regen tanzt. Und auch wenn du das niemals mehr so sehen kannst, ich hätte alles für dich dann, damit du schweben kannst. Jetzt komm mal nicht mit voller Macht, sag nicht, das tut dir leid, dass ich von Anfang an recht gehabt hab, was ich selber auch. Und wenn ich dir noch einen kleinen Tipp auf dein Weg mitgeben darf, um meine Liebe kämpft man währenddessen.
letzten Mitternacht und sie sagt: Sally! Mach einmal den. Ja, was sei denn? Ist ja von dir. Ja, eigentlich von mir, aber jetzt ist es von dir. Und da hab ich das Gefühl, dass ich einfach nicht mehr laufen kann. Ich soll viel leider sein, nur irgendwas blockiert mich an. Ich seh ich ganz zu und ich fahr mit mir zum Rauchen an. Ist was ich will, wirklich das, wo ich das aufsehen kann. Ich steig nie und sie nie, wenn B&B mich spielt. Karikier auf Papier, wie ich mich verliere. Spiel die Gier, die für mir wie ein großes Visier. Und brillier am Klavier mit einem großen Bier. Mola, wie dort sag, dass du mich kennst. Wirkt auf mich schon äußerst beruhigend. Wusch wie hoch die Wand ist, so souverän. Wir rennen nebeneinander, so wie Hooligans. Mola, wie dort sag, dass du mich kennst. Wirkt auf mich schon äußerst beruhigend. Und wie hoch die Wand ist, so souverän. Wir rennen nebeneinander, so wie Hooligans. Und dann sind's mir doch kein Schwer, wer sonst nie mehr in der Miet. Also mach es kein paar Hölz, ich seid nicht zehn Buhren. Also sonst was, und dann muss ich in der Welt tun. Also gehen wir aus am Mittagsschirm. Wie sie wissen nix, fangen sie an zu kooperieren. Sonst fange ich an zu eskalieren und sie auch bei mir haftieren. Also hört jetzt auf zum Lieren und die Sache hat ein Gesicht. Schaut, ich höre gerne zu und dann sind's mir jetzt die Geschichte. Hey, jetzt schmeckt da oben ab, wo war sie nix am Mann. Ich wiss dann noch, sie war so weit, ich wiss dann nie jetzt nicht. In der Zicht ist kriminell. Sieh schon aus wie so ein Gesindel. Also sing jetzt aber schnell. Tut mir leid. Nee, das so, was ich meine, ist ein Geständnis. Von ich will, dass einer singt bei mir. Verhofft, ich gar nicht fände. Schau sie in und rund Gedächtnis. Und das kommt nicht in den Sport. Also hört jetzt auf zum Singen. Und dann schreit man das davor. Tut mir leid. Hey, jetzt schmeckt da oben. Davon war sie nix. Aber ich weiß ja, wo sie war. So war das Wissen, die es nicht. Tut mir leid. Hey, jetzt schmeckt da oben. Davon war sie nix. Also los, es will. Ruhe, dass ihr wisst, was du hörst. Hey, es schmeckt da oben, davor war sie nix. Aber ich wüsste, wo sie war, so war die Schwester, die ist nicht. Tut mir leid. Hey, es schmeckt da oben, davor war sie nix. Also los, es will, wo ich das ja nicht so was zu hören. Eskalation. Ja, der Benni und ich, wir haben das auch erst bei den Proben gehört und haben uns gedacht, was? Völlig crazy. Das gibt's nur bei Red Bull Show 100. Das gibt's auch nur heute. Das ist ein einzigartiger Abend, den gibt's so kein zweites Mal. Also genießt sie. Ich muss jetzt allerdings nochmal nachfragen, Pauli, man ist ja die ganze Zeit
on the edge zu den falschen Lyrics, oder? Ja, total. Also, Hodl ist heute eh da. Servus, mein Brudi. Danke für mein Wissen. Otto Jaas! Otto Jaas, Brudi! Es ist halt der Scheiß, wenn der Seile und ich das natürlich schon tausende Male so gesungen haben, wie es gehört. Und dann hast du irgendwie so ein Hirnfasching, dass du denkst, das passt irgendwie nicht. Und dann, ja, es ist halt so wie Linksverkehr. Ein bisschen halt, ne? Und, aber einfach cool, dass es sich ausgeht und man merkt halt einfach, ein Hit ist ein Hit ist ein Hit. Scheißegal, was du drüber singst, ist scheißegal, ja. Hirnfasching, Stichwort für dich, Sally. Wie ist dir dabei gegangen? Mir ist heiß einfach nur. Das Lied war mir wurscht, aber mir ist heiß. Er transpiriert hier ohne Ende. Das ganze Leiberl ist schon batschnass. Aber so ist es heute. So ist es bei einer Live-Show. So ist es, wenn es geil ist. Ja, wenn man sieht, jetzt machen wir so extra Fußbettresse für die Bühne, weil man denkt, das ist irgendwie atmungsaktiv, aber nein, mein Körper, der stickt gerade. Ja, wenn es in der Form eines Andreas Ogris bist, ist das wurscht, was du anhast. Aber ich mache mir jetzt das allererste Mal Sorgen, ob 100 Minuten für euch körperlich machbar sind jetzt. Wir schauen einmal auf die Showzeit. Oh, okay. Ja, wir hätten noch ein bisschen was. Schaffen wir alles. Kriegen wir alles hin. Es wird dann so einen Sitzkreis geben zum Schluss. Wir machen den größten Sitzkreis ever. Danke auf jeden Fall. Unsere Wasserflaschen sind mittlerweile Heißtee. Es ist echt geil. Danke vielmals für die geile Stimmung. Danke Max Halle, dass du uns so durchtragst. Es ist einfach nur fett mit euch, das Ganze erleben zu dürfen. Danke vielmals. Echt stark. Und so geht's auch weiter. Das Applausometer wird ein Temperaturmesser. Das ist richtig. Wir kommen auch schon zur nächsten Challenge. Da könnten jetzt der Benni und ich stundenlang sprechen drüber. Die Ö3-Challenge. Also, ich war ja in ganz Österreich unterwegs bei euch und habe gefragt, was muss in einen neuen Song für Österreich? Was gehört da rein? Die Ö3-Gemeinde, ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Die Ö3-Gemeinde hat mitgemacht. Welcher Ort, welches Wort, was muss rein, damit ihr sagt, das ist mein? Tausende Vorschläge sind da gekommen. Ihr habt mitgeschrieben beim Song für Österreich. Und das ist auch eine absolute Premiere. Das gab es vorher noch nie, dass eine Band gemeinsam mit Tausenden in Österreich einen Song schreibt. Ein Song von und für Österreich. Eine Riesengeschichte, die wir gemeinsam mit euch erleben durften und nach wie vor erleben. Seit gestern sind wir auf einer unfassbaren Reise, dürfen wir sagen. Gestern im Ö3-Wecker. Große Premiere, seitdem geht es irgendwie zu. Also wir kriegen da Statistiken, das ist abartig. Ziemlich großartig. Wurde natürlich geprobt, auch im Camp hier bei Red Bull Show 100 innerhalb dieser 100 Stunden. Und jetzt gibt es in Kürze das erste Mal live. Wir nehmen euch mit, wir nehmen Sie mit, meine Damen und Herren, auf diese Reise. Der Song für Österreich. Ihr schreibt zu dritt einen neuen Song für Österreich, über Österreich. Okay, ja. Und das Beste, die ganze Ö3-Gemeinde kann Vorschläge einschicken. Was soll in diesem Song drinnen sein? Nehmt ihr diese Challenge an? Challenge accepted. Wir brauchen eure sprachlichen Feinheiten, die österreichischen Idiome, die dieses Land zu dem machen, was es ist. Wir freuen uns auf ein gemeinsames, kollaboratives Werk mit euch. Ich übergebe euch hiermit offiziell alle Vorschläge aus der ganzen Ö3-Gemeinde. Und weil es natürlich nicht geht, dass wir das alles ausdrucken, es waren tausende Vorschläge, haben wir uns gedacht, einfach auf einen USB-Stick. Wir verteilen das einfach gerecht. Danke sehr. Jeder kriegt ein paar. CO2-neutral. Die Vorschläge könnt ihr euch kaufen, den USB-Stick hätten wir gern wieder. Ach so, geht schon. Okay. Drei Begriffe für Song für Österreich. Mag wer raten? Kornspitz. Schnitzel. Mittler. Ist dabei. Unschuldsvermutung. Wir fressen Würstel und Bradl, verhockert's, verschiert's. Ja, das ist einmal gut. Christopher, ich füll die Paprika ein bei der Lisch, gell? Von der Idee her, wie ein Gäusern mit neuem Anstrich. Da geht die Unschuldsvermutung, so wie's heute brach. Ich sag euch,
Alles, was nicht bei drei am Baum ist paniert. Und nur Katzel Schwarfsack, wenn man blöd ist und schier. Wo man Vorhänger und Stern und Stolz hinterzieht. Über das Land singen es jetzt drei Häuseln ein Lied. Wo die Berge stehen und die Schäden sehen, ja die spiegeln die Sonne. Dort rechnet man so gern noch in Schülling um. Wir singen Skifahren und Heimkunst und eine ins Leben. Wenn man bummt zu Pfingsten liegen auch noch zerlegt. Vom Mond davon bis zum Donaukanal. Wir sind alles, aber Pfingsten normal. Und was wenn uns rund läuft, dann wir mal so weit. Wir sind alles, aber Pfingsten normal. Here we go! Da gibt die Unschuldsvermutung, so wie's heute halt braucht. Der schafft die Arbeit. Ja, das tun wir uns auch. Wir fressen Würstel und Braten, verhockert's verschiert. Wir verkaufen das Wasser und saufen das Bier. Dann mag schamig, ja, dann trink mal ein Seidl. Dann schick mal uns Brüder vor unsere Kinder. Ja, Töchter und Söhne, aber sonst keine Sorgen. Zwar Weltkrieg und ein Kirchtag, unser Unschuld verloren. Vom Patscher kommen wir ins Elemental. Wir sind alles, aber viel schneller mal. Und aus uns ist schön zu. Unsere Hunde sind schlau und der Nachbar Musik spielt am Sang meiner Mann. Scherz von Europa schlagt im Dreivierteltakt. Bei uns stirbst du ehrlich an einem Herzinfarkt. Herr Pauli, Sally, Pauli, wenn wir schon bei unserem großartigen Land sind. Ja, dann dürfen wir eins nicht vergessen, Sally. Wir können nämlich wirklich auf was stolz sein. Wir haben eine goldene Generation momentan, wirklich. Wir fahren nämlich zu EM. Wir fahren zu EM, nach ja. Deutschland, wirklich. Es ist so gut, sowohl die Männer als die Frauen spielen momentan überdurchschnittlich. Es ist geil zum Zuschauen. Und wir haben uns, wie ihr wahrscheinlich wisst, ein kleines Oeuvre zur Motivation unseres Teams überlegt. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Dummheit und einem fairen, neutralen Patriotismus. Das ist was Schönes, glaube ich. Da kann man ruhig die Hände auf ihn reißen und sagen, hoch, gewinnen wir's immer. Jawohl. Ja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Oh, du mein Österreich! Ja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Hoch, bin mein Stimme, na hoch, bin mein Stimme, na hoch, bin mein Stimme, na hoch, werden wir es nicht mehr gewinnen. Oder Wales oder die Spanier. Wir haben Likör und Cocktails und einen Doppelliter. Wenn ich mein Freund, euch wackelt, aber man immer Greener. Schrei mal wie blöd und die Stadt hört uns so immer Sieger. Hoch, Greener, Stimmer, na hoch. Greener, Stimmer, na hoch. Greener, Stimmer, na hoch. Wer war Stimmer, Greener, hoch. Greener, Stimmer, na hoch. Auf Schweden, zum Biergarten, na, Millionen Teams, das wissen wir, wie es ist.
wir verlieren uns nicht qualifizieren, auch wenn wir's mir am Platz nicht bringen. Hört uns bis auf Chancen singen. Bimmer, Simmer, ja ho, Bimmer, Simmer, ja ho, Bimmer, Simmer, ja ho, Bimmer, Simmer, wieder ho, Bimmer, Simmer, ja ho. Wenn Österreich nächstes Jahr im Finale steht von der Europameisterschaft. Ich glaube dran. Mindestens. Mindestens im Out of Finale. Order. Ziehen sich jetzt ganz kurz. Geht's noch oder? Na. Sollen wir da helfen? Darf man kurz gehen oder was? Ja, ihr dürft euch kurz in die Kabine zurückziehen. Zum Schreiben. Also sich jetzt kurz jeder, der daran gezweifelt hat, ob das eine Challenge ist, 100 Stunden und dann 100 Minuten Show, schaut euch die an, wie die ausschauen. Voll fertig. Meine Damen und Herren, Red Bull Show 100. Jetzt gibt es hier eine neue österreichische Supergroup, Out of Order. Die ziehen in ein Camp am Dienstagnachmittag, haben 100 Stunden Zeit, die Show des Jahres auf die Beine zu stellen, zu proben und zu kreieren. Und dann passiert ein paar Stunden vor der Show, was relativ wahnsinnig ist, denn es kommt einfach jemand dazu. Ein Special Guest. Also ihr müsst euch vorstellen, drei Typen, die noch nie gemeinsam eine Show performt haben, bekommen die Aufgabe, performt einen Song mit einem Special, mit einem very, very special Guest. Wow. Kommt wieder der Nächste. Ali, ich hab dir gesagt, Alter, ich hoffe, dass wir keine Challenge mehr geben. Hollow Man überbringt heute die Challenge. Stehen Blumen und der Schlüssel. Du die Blumen? Nimm mir die Blumen. Okay, es ist eine Blumenstraße. Schauen wir mal, was in der Kiste ist. Die letzte. Ja. Gott sei Dank. Special Guest. Performt gemeinsam eines. Alter, wie geil ist da. Heißer Tipp, 180 BPM. Da wird nachher richtig andruckt. Komm ich immer wieder bei dir an. Wie ein Bumerang, komm ich immer
lassen aus dem Gemeindebau. Ich weiß ganz genau, du bist die Lichtgefahr für mich, du Blümchen aus dem Gemeindebau. Ohne dich wär dieser Bau so grau, und wer dich sieht, sagt nur, na? Schau, schau, da geht die schönste Frau aus Spandau. Gib ihm dein Satellit, sag ihm, dass es mich noch gibt. Gib ihm dein Satellit, frag ihn, ob er mich noch liebt. Gib ihm dein Satellit, sag ihm, dass mein Herz verglüht. Gib ihm, wenn es nicht weit zu ihm liegt. Alle, la la la. La 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 Schönen guten Abend, Jasmin. Hi. Leute, Applausometer. Special Guest Challenge bei Red Bull Show 100. Max Halle, wie hat euch das gefallen? Happy Dance, Euro Dance, alles mögliche Blümchen. Wie war das für dich? Ist es nicht völlig crazy? Das war ein wilder Ride. Ey, vielen Dank, dass ihr euch so mit uns verbunden habt und danke an euch, dass ihr mir diesen Moment erschaffen habt. Zwei Drumsets, ich bin im Himmel. Vielen Dank. Kurz ein Wort zur Challenge, zu Blümchen. Wir waren alle Riesenfans seit Stunde 1, deswegen ist es eine ultimative Ehre, das mit dir machen zu dürfen.
Ich schließe mich den Daniel an. Es wurde jetzt noch heißer auf der Bühne. Jetzt kennt's mich bald alle dran. Jasmin fucking Wagner hat die Max-Halle defloriert, auf jeden Fall. Die Special Guest Challenge natürlich auch entstanden innerhalb dieser 100 Stunden im Camp hier in der Wiener Max-Halle. Wir wollen wieder mal ganz kurz auf diese Showzeit schauen. Mhm. 85 Minuten, da schafft man glaube ich noch ein paar Grad. Ein bisschen was geht sich noch aus. Wie war dieser erste Kontakt mit Paul, Christopher und Daniel? Krassen Ding erzählt ich so. Das klingt so abgefahren. Ich bin dabei. Man muss dann ja ein bisschen vertrauen. Ne? Und es ist gut, mutig zu sein. Es ist gut zu vertrauen. Dann wird man so belohnt. Erzähl noch mal ganz kurz deine Eindrücke aus dem Camp. Eine unglaubliche Reise, die Out of Order hier hingelegt haben bei Red Bull Show 100. Unter Druck werden Diamanten geschaffen. Und ich glaube, das ist wirklich das beste Beispiel dafür. Die haben so abgerissen, die sind so poetisch, die sind so freundlich, so gute Kameraden. Sie haben immer gegen die Zeit geantwortet. Das ist alles ohne größere Dramen abgelaufen. Und sie haben uns verdammt coole Musik geschenkt. Wie gut ist das? Ja. Meine Damen und Herren, Max Halle, nochmal einen großen Applaus für Blümchen! Vielen Dank! Danke fürs Dabeisein, Blümchen hier das bei Red Bull Show Red Bull 100! Show 100, es gab 100 Stunden Vorbereitung für diese 100 Minuten Show. Insights gibt's natürlich für Sie, gibt's für euch. Weiterhin online auf redbull.com/show100. Also, immer den Countdown im Blick. Jetzt legen wir mal so richtig los, oder? Das würde ich auch sagen. Nicht nur Blümchen ist aus Berlin direkt hierher in die Wiener Max-Halle gekommen, sondern auch... Es ist ein Flieger gekommen aus Montevideo mit José Suanzlos. José, José. Viele Leute glauben, das ist die Red Bull Show 100, ja? Na? Ja? Na? Ja, das ist Red Bull Show 100. Mi amor, warst wie immer waren weit fort, Buch Thomas zu zweit, ich weiß es noch wie heut. Oh, mi amor, der kleine Fischerort, lauter fremde Leid, und was für immer bleibt, ist die Band, die dort gespielt hat, gefühlt für uns allein, wie sie der Sänger bemüht hat, nur uns zwar hat er gemeint. Juan, der Kanto zu Bailas, ich hol die Butter, Juan, der Kanto zu Bailas, du ist Bosa. Ich hol die Butter, la Luna, Mariscos, el Aro, ich hol die Butter. Mi amor, noch in meinem Ohr hab ich diese Melodie, das Sänger du und ich. Oh, mi amor, wann niemand frag ich mich, und fahr mal wieder hin, in unser Paradies. Die Band damals gespielt hat, gefühlt für unser Land, wie sie der Sänger bemüht hat. Los, zwar hat man, here we go! Quando ihr Canto zu Bailas, ich hol die Butter. Quando ihr Canto zu Bailas, tu esposa es una puta. El ritmo, la playa, el agua, ich hol die Butter. La luna, Mariscos, el alo, ich hol die Butter. Das Feiern hat geknistert, er ist mein Dieter Turista. Und sie spülen uns ein Lito, na er ist bienvenido. Der Wind fährt durch deine Haare, te disparare. Und die Band spielt mit vollem Carajo. Odio mi trabajo. Cuando yo canto tu bailas, ich hol die Butter. Cuando yo canto tu bailas, tu esposa es una puta. El ritmo, la playa, el agua, ich hol
Dankeschön! Jetzt tut es nicht so überrascht, ich hab's genau gewusst, dass wir einmal kommen, das ist lächerlich. Danke vielmals, danke Max Halle. Hey, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Druck für einen ist, wenn man seinen ersten Auftritt hat vor 5.500 Leuten, was im Fernsehen übertragen wird und der erste Aufschlag zählt. Ihr habt uns das so geil erleichtert. Ich weiß, dass wir gemeinsam noch so viele schöne Momente haben werden. Danke euch, dass ihr uns da durchtragen habt, ihr seid die Geisten, von tiefstem Herzen. Dankeschön, Max Halle. So, einmal machen wir es noch. Eins, zwei, drei, vier. Ich hab nie wieder die nette Freundin. Sie ist die Bibel, wie bei ich happy. Da fehlt mir irgendwie nur happy. Doch ich hab Nigel-Nogel-Lehre Freundin. Ich hab eine Nigel-Nogel-Lehre Freundin. Es trinkt ja niemand Nigel-Nogel-Nash. Das hier jede Nigel-Nogel-Lehre Freundin. Noch im Nigel-Wogel vor mir schreit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die Red Bull Show 100 mit dem besten Publikum der Welt. Dankeschön! Und weil wir heute nicht alleine waren, sondern so viele nette Menschen mit uns den Abend gestaltet haben, stellt der Pauli jetzt einmal ein paar Leiter vor hinter mir. Geht's und lieber! Alle auf mit die Hände und den fettesten Applaus für die Out of Order Band bestehen aus Thomas, Sugarfoot, Giffal, Chris, Magic Kicks, Grabner, DJ Kapazunda, a.k.a. Martin, Fettfingers, Machold. Wir bedanken uns bei Phil, Dan, natürlich Kevin Brüger, Roman Jagl, Andreas Fink, Roman Wieser und Matthias Birngruber, den ganzen Töchtersöhnen der ganzen Red Bull Crew. Wir bedanken uns bei allen, die uns da durchgetragen haben, jetzt vielleicht bei Thomas natürlich, bei Georg. Danke vielmals, dass ihr das alles möglich gemacht habt. Es war einfach ein scheißgeiler Höllenritt und wir werden uns den Arsch aufreißen, dass ihr noch so viele geile Sachen von uns hört. Danke für diesen ersten Aufschlag. Es war mega geil. Und einen fetten Applaus für Gabi Hiller und Benny Hörtnagel. Dankeschön. Dankeschön, wow. Dankeschön. Hey, danke an euch. Danke an Out of Order. Habitäre, ist das ein schöner Abend mit euch. Bestes Publikum. Kuss geht raus. Das waren Leute, 100 Stunden Vorbereitung für 100 Minuten Show. Gab's noch nie? Große Weltpremiere. Ich wage es zu behaupten, das ist ein Stück Musikgeschichte, das wir alle gemeinsam und Sie erlebt haben. Es war ein großes Miteinander. So soll es sein. Und Sie machen's vor. Out of Order! Das war die Red Bull Show 100! Erst du bin im Wiggi-Woggi, erst du bin im Wiggi-Woggi. Ich glaub du brauchst da Nigel-Nogge. Ich glaub du brauchst da Nigel-Nogge. Du drehst da im Wiggi-Woggi, Wiggi-Woggi. Du drehst da im Wiggi-Woggi, Wiggi-Woggi. Dann nimmst du heute Nigel-Nogge, Nigel-Nogge. Dann nimmst du heute Nigel-Nogge, nette Frau. Wir haben Nigel-Nogge, nette Freundin. Sie ist im Wiggi-Woggi, weil ich happy bin. Doch weil ich immer irgendwie nur happy bin, brauch ich ja Nigel-Nigel-Nogge, nette Freundin. Ich hab ein Nigel-Nigel-Nogge, nette Freundin. Ich hab ein Nigel-Nogel-Nash. Was hier jede Nigel-Nogel-Nash-Fan-Din. Da geht ein Nigel-Nogel vor mir schlecht. Ich hab ein Nigel-Nogel-Nash-Fan-Din. Sie ist ein Nigel-Nogel-Nash-Fan-Din.
Dankeschön! Herr Kunstgut Harald. Danke, dass Sie uns den Abend geschenkt habt. Wirklich. Dankeschön. Kommt's gut haben, wir haben euch lieb. Dankeschön.